So, heute gucken wir uns mal die Präsentation vom Sasan Copper Corporation an, und zwar aus dem Mai 2023. Das wird also heute das Thema sein. Auch wieder unter Controlling-Gesichtspunkten eher, ja, wie man heute eine sehr simple und relativ kurze und schöne Präsentation eben auch hinbekommen kann. Ja, und damit fangen wir gleich mal an. Ja, also es geht darum. Das ist jetzt hier aus einer ehemaligen Vorstandssitzung von Daimler-Benz. Ja. Da saß also hier der Obercontroller Manfred Genz, und hier auf der anderen Seite des Tisches saß dann hier Dr. Jürgen Schwemmt, der Vorstandsvorsitzende. Und der hat gesagt: Manfred, ich möchte nicht wissen, wie die Uhr funktioniert. Manfred, ich möchte wissen, wie spät es ist. Mach die Sachen einfacher, mach sie nicht so kompliziert. Ich möchte hier durchblicken. Ja, ich habe als Vorstandsvorsitzender das Recht, hier durchzublicken. Ja, so einfach ist das. Okay. So, Scherz beiseite, ja, also auf so einem Chart, ja, auf so einem Chart, da gibt es diese sogenannte Müllersche Zahl. Wer da Interesse daran hat, einfach mal nachlesen. Wikipedia, da wird das ausführlich hier dargestellt. 5 bis 9 Informationen pro Chart. Ja, mehr kann ein Mensch so schnell nicht auffassen. Das ist natürlich jetzt irgendwie jetzt ein bisschen schwer zu begreifen. Ja, was heißt jetzt hier 5 bis 9 Informationen? Also Kerngedanke ist einfach der: so wenig Informationen wie nötig auf einem Chart. Auf jeden Fall nicht 30 oder 50. Ja, und dann noch ganz, ganz klitzeklein. Das bringt überhaupt nichts. Ja, das macht keinen Spaß, sich das anzugucken. Das kann man sich sowieso nicht merken. Also immer so wenig Informationen wie nötig. Das ist eben hier die Hauptaufgabe bzw. die Challenge, ja, für die Controller, aus vielen Zahlen eben die wichtigen Kerninformationen heraus zu kristallisieren. Ja, das ist die absolute Challenge in der Außenwirkung. Ja, man kann ja als Controller innerhalb der Abteilung wird natürlich immer gefachsimpelt und mit irgendwelchen Fachbegriffen hin und her gehauen, aber nach außen hin im Unternehmen, ja, innerhalb des Unternehmens nach außen, also außerhalb der Controlling-Abteilung, da muss man seine Dinge verkaufen. Ja, da ist man eine Art Verkäufer. Ja, weil wenn nämlich dem anderen die Zahlen, also oder die Präsentation der Zahlen nicht gefällt, ja, dann bekommt man die um die Ohren gehauen, beziehungsweise es wird dann irgendwie herumgemunkelt, ja, dass die Controlling-Abteilung unfähig ist, da irgendwas einfach und sauber darzustellen. Ja, deswegen muss man auch immer gucken, ja, man ist tatsächlich Verkäufer. Und ich glaube, daran denken die Controller relativ selten, glaube ich, also aus meiner Erfahrung auf jeden Fall heraus. Ja, wer denkt denn schon an sowas? Ja, man ist den ganzen Tag mit Zahlen beschäftigt und man denkt da jetzt nicht daran, dass man da eigentlich auch nach außen ein Verkäufer ist. Also bitte darauf achten, keep it simple, keep it stupid und immer auf die Zielgruppe achten. Wer bekommt den Report? Wie ist der denn drauf? Was versteht er denn überhaupt? Was kann er überhaupt verstehen? Was ist seine Aufnahmekapazität im Gehirn? Ja, okay, so. So, heute bei Sasan Copper Corporation. Das ist ja die Zielgruppe, das sind ja Investoren, ja, das ist eine Investor Presentation für Investoren gedacht. So, was sind denn jetzt die Investoren? Das sind jetzt hier die Hauptaktionäre, das sind die Investoren. Das ist also hier die Grupo Mexico, ja, das ist also quasi das Mutterunternehmen von Sasan Copper Corporation. Und dann sitzen eben noch diese Leute da, die Analysten von diesen Häusern, zum Beispiel von Vanguard, ja, oder von Global X Management, ja, die sitzen da alle hier im Auditorium und gucken sich diese Präsentation an. Es gibt natürlich auch noch einen Free Float, also auch noch sogenannte Kleinaktionäre, die sich das auch noch anhören, ja, und für die muss das auch alles schön verständlich sein. So, jetzt schauen wir nochmal. Das ist jetzt hier die Muttergesellschaft von Sasan Copper Corporation, die Grupo Mexico. Wer denn da dahinter steckt? Das ist also hier diese Familie hier, Larrea, Mota, Velasco Family ist das. Die ist da zu 40,6% an Grupo Mexico beteiligt, ja. Und dann haben wir hier noch Germán Larrea, also hat wohl offenbar irgendwas mit Deutschland zu tun, ja. Auch noch mit 19%. Das müsste ich mir mal nochmal genauer angucken, was das jetzt hier mit Deutschland zu tun hat. Auf jeden Fall sehr interessant. Und hier auch wieder Vanguard und so weiter und so fort. Also das sind jetzt hier die Aktionäre von Sasan Copper sozusagen, ne? Also von dieser, die sitzen hier unter dieser Grupo Mexico. Ja, aber die sitzen dann natürlich dann auch dann da im Auditorium. So, dann schauen wir uns, würde ich sagen, schauen wir uns mal die Präsentation an.
Und das ist wirklich das Beste, was ich bis jetzt gesehen habe, muss ich wirklich sagen. Ja, ich bin ein absoluter Freund von Einfachheit. Es gibt natürlich dann auch Leute, die sagen, ja, das ist mir alles viel zu einfach. Ich hätte es gerne eine Spur komplizierter. Das kommt dann immer darauf an, was man so für ein Menschentyp ist. Ja, und ich bin halt irgendwie einfach gestrickt. Ja, ich habe die Sachen möglichst einfach. Ich möchte einen Überblick haben und mir die wichtigsten Sachen behalten. Ja, also ich bin da eher so ein Freak von Einfachheit und von Klarheit. Muss aber nicht jeder sein, ja. Aber ich finde schon, Einfachheit schadet nicht. So, das ist jetzt hier die Presentation. Wir gehen da mal ganz kurz durch, ja. Ohne jetzt in Einzelheiten reinzugehen. Also man sieht schon hier, ja, es hat hier 20 Seiten, das ganze Ding. Ja, da haben wir auch schon Präsentationen gesehen von 70 und mehr Seiten. Hier 20, das ist hier das absolute Minimum, ja, mehr muss nicht sein für eine klare Sicht auf das Unternehmen, ja, für die Investoren, ja, für die Investoren. Also hier Introduction, Overview, Operations, Financial Overview. Zack, das war's, ja, drei Punkte. Fertig. Ja, so, ja, über die Farbgebung kann man streiten. Ja, ich finde das aber trotzdem alles sehr, sehr ansprechend gemacht. Was jetzt das hier soll, ja, das sind jetzt hier Einzelteile von so einem Lastwagen, der da in der Mine herumkurft. Also ob das jetzt hier großartigen Sinn macht, weiß ich jetzt nicht. Aber sei es mal dahingestellt, wollen wir jetzt nicht so kleinlich sein. Hier wird erstmal das Unternehmen, die Unternehmensstruktur mal ganz sauber mal hingemalt. Und das versteht man. Da ist hier oben die Grupo Mexico. Und dann gibt es hier noch so ein paar Kästchen. Und hier ist Sazan Copper. Ja, und die ist nochmal hier sozusagen, splittet sich nochmal auf in Sazan Peru und in Minera Mexiko. Also die Aktivitäten in Peru und die Aktivitäten in Mexiko. Soweit so verständlich, würde ich sagen. So, das nächste Chart, zack. Ja, das kann man verstehen. Das ist total super. Copper, the best fundamental story in commodities. Copper consumption by region. China 50%, Europa 16%. Ja. Das sind jetzt also die Hauptkonsumenten von Kupfer. Natürlich geht das meiste nach China. Und dann haben wir hier darunter nochmal eine Darstellung Copper Consumption by End Use. Also es fließen 30% in Bau und Construction rein. Dann Consumer General Products und also dann, was ich, irgendwelche Waschmaschinen, Motoren und so weiter und so fort. Utility, Machinery, Transport and Others. So, das ist jetzt auch wirklich sehr, sehr schön und sauber gemacht. Wir sehen nicht allzu viele Informationen auf diesem Blatt Papier. Es wirkt sehr, sehr sauber, sehr aufgeräumt, kann man verstehen. Ja, auch wenn hier jetzt ein paar Sätze stehen, ein paar kleinere, das kann man dann durchaus auch machen. Hier Copper Market Solid Fundamentals wird dann hier berichtet. Ja, und hier haben wir nochmal die Preiskurve vom Kupfer. Ja. Und das ist diese schwarze hier, denke ich. Ja, das ist die Kupfer-Cash-Preiskurve. Also, das kann man hier alles sehr schön hier konsumieren, würde ich sagen. So, dann kommen hier Sazan Copper Strengths. Das ist das Wichtige für die Investoren. Die wollen wissen, ja, die haben ja die Wahl, soll ich jetzt in Sazan Copper investieren oder soll ich in Pan American investieren oder in eine ganz andere Gesellschaft? Ja, soll ich denn überhaupt in Rohstoffe investieren oder nicht lieber in, keine Ahnung, in irgendwelche Hightech-Unternehmen? Und dann muss ich das Unternehmen verkaufen und muss seine Stärken darstellen und das möglichst eingängig und hier verstehbar. Hier Sazan Copper, Highest Copper Reserves of any listed company, also die höchsten Kupferreserven überhaupt, ja. Excellent Organic Growth Projects, also schöne große Projekte, ja. Verheißungsvolle Projekte, Low Cost, Fully Integrated Operations, also niedrige Kosten und voll integrierte Operationen, was immer das heißen mag. Ein erfahrenes Management-Team, starke Finanzen, ja. Eine tolle Dividenden-Story und eben gute und langlaufende Copper und Byproduct Fundamentals. Ja, das ist doch was. Hier alles auf einen Blick. So, dann geht es hier weiter mit ESG. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dieses ESG. Da will ich nochmal kurz auf dieses Chart hier gehen. Auf dieses hier. Diese ESG-Kriterien, die werden für Controller auch immer, immer wichtiger. Ja, dieses ganze Thema ESG, Environment, Social and Governance heißt das, ESG.
Environment, das ist Umweltschutz, Strategien für Klimaschutz, Einsatz erneuerbarer Energien, Emissionsreduktionen, schonender Einsatz von Rohstoffen und Energie. Das ist ein ganz, ganz großes Thema, auch für die Miner. Dann Social, also Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Einhaltung der Arbeitsrechte, faire Arbeitsbedingungen, Verbot von Kinderarbeit, ganz, ganz wichtig, vor allem auch in Südafrika zum Beispiel, ich glaube in Ghana, ja, und so weiter. Da gibt es also ganz, ganz viel Kinderarbeit, aber auch woanders auf der Welt. Keine Zwangsarbeit, Einhaltung von ESG-Kriterien bei Dienstleistern und Lieferanten. Da muss das auch alles schön eingehalten werden. Und das sind, wie gesagt, Themen, die auch immer wichtiger werden für das gesamte Controlling, Governance, ethisch vertretbare Umwelt, Unternehmensführung, Compliance, Verhinderung von Korruption, unabhängiger Aufsichtsrat, Risikomanagement fällt unter Governance. Also, das sind Themen, ja, und die werden dann hier eben abgehandelt. Und dann gibt es hier einen Überblick über die Operationen. Dann sehen wir hier die Minen hier in Mexiko und in Peru. Ja, alles sehr, sehr schön sauber dargestellt. Ja, das ist alles sehr aufgeräumt, sehr sauber. Das macht absolut Sinn, würde ich sagen. Largest Copper Reserves of any listed company. Und dann haben wir hier einen Konkurrenzvergleich. Hier vorne ist Sasan Copper, dann kommt hier Freeport, dann kommt BHP, Glencore. Das sieht man auch sehr, sehr selten, so ein Konkurrenzvergleich. Ja, wo stehen wir denn im Vergleich zur Konkurrenz? Und da stehen sie eben ganz vorne. Deswegen wird es natürlich hier auch so dargestellt, ne? Ganz klar. Also wenn die Konkurrenz nicht mit dargestellt wird, dann gibt es da irgendwas zu verheimlichen, würde ich sagen. Ja, das wäre mein Rückschluss. So, und dann haben wir hier noch die Lebensdauer der Minen zum Beispiel. So, Geographical Footprint Production Diversification. Da sehen wir also jetzt hier die Revenues by Product. Das ist also hier jetzt der hauptsächliche Anteil ist Kupfer. Dann haben wir noch Molybdän, Zink, Silber und Asas. Ja. Und dann noch hier nach Regionen. 32% werden also in Mexiko verkauft, dann 30% in Asien, 17% in United States. Und 10% in Südamerika dann noch, 5% Europa und 6% Peru nochmal extra aufgeführt. Low-Cost Operations. So, da haben wir jetzt hier nochmal die niedrigen Kosten. Ja, das sind die hier oben. Ja, und dann haben wir hier nochmal die Operating Costs. Also das ist hier alles sehr, sehr toll gemacht, muss ich sagen. Und das ist mein absolutes Lieblingschart. Das hier, ja. Da die sind jetzt hier die All-In-Sustaining Costs. Ja. Von Sasan Copper und der gesamten Konkurrenz. Und da sehen wir eben, dass die Minen von Sasan Copper, dass die hier sehr, sehr weit vorne liegen. Also noch besser ist Vale. Ja, und dann kommt hier Sasan Copper. Das sind hier die Produktionskosten. Ja, und da haben wir hier am anderen Ende, haben wir hier zum Beispiel die KGHM. Ja, dann haben wir Codelco, die BHP. Die sind alle teurer. Ja, First Quantum Minerals, Anglo American ist teurer. Freeport McMoRan ist teuer, Glencore ist teurer. Also das ist mal eine super Sache, würde ich sagen. Ja, auf sowas freut man sich. So, das ist jetzt hier dann weniger toll. Das sind jetzt hier die Financial Highlights. Ja, das ist jetzt aber auch immer noch schön gemacht, würde ich sagen. Ja, da haben wir auch schon Schlechteres gesehen. Also das kann man sich gerade noch so gefallen lassen. Aber das kann man auch besser machen. Ja, dass man das einfacher darstellt, würde ich auf jeden Fall sagen. Auf jeden Fall bekommt man hier den Eindruck insgesamt, dass dieses gesamte Unternehmen einfach super dasteht. Ja, dass es super dasteht, und das sieht man ja auch am Aktienkurs. Ja, kein Minenunternehmen entwickelt sich oder derzeit so gut wie Sasan Copper. Ja, die sind auf neuen Höchstständen. Und hier nochmal als letzte Seite werden nochmal die Major Strengths dargestellt, also die Hauptstärken, ja. Genauso macht man das. Und das ist eben dann das Verkaufen, ja. Also jetzt nicht nur innerhalb des Unternehmens, sondern hier geht's ja jetzt nach außen zu den Investoren. Man muss einfach sein Unternehmen verkaufen, ja. Und wenn es schlecht dasteht, muss man da auch sagen, muss man ehrlich sein, okay, da und da sind wir jetzt nicht so gut, aber bla, 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 die Aussicht ist so und so, ja. Wir machen das alles besser demnächst. Und wir sehen also hier am Ende des Tunnels einen Lichtblick, ja. Oder wenn man eben so gut dasteht wie Sasan Copper, dass man das eben dann auch hier alles schön in das rechte Licht rückt, ja. Dann haben wir hier nochmal ganz kurz jetzt, ein paar Sekunden. Das ist jetzt hier die Präsentation von Grupo Mexico, also von der Muttergesellschaft von Sasan Copper. Man sieht hier den gleichen einfachen Aufbau. Und da sehen wir hier eben die unterschiedlichen Divisionen. Das ist hier Sasan Copper. Hier, das ist die Mining Division, ja. Dann haben wir noch eine Transportation Division, eine Infrastruktur Division, ja. Das wird dann hier alles auch auf 25 Seiten auch alles schön dargestellt.
Also das soll aber jetzt heute nicht der Schwerpunkt sein. Ich will nur mal zeigen, das zieht sich jetzt, diese Einfachheit zieht sich durch den gesamten Konzern und eben auch durch die Muttergesellschaft, durch die Grupo Mexico. Ja, sehen wir hier, andere Farbgebung, aber auch alles sehr, sehr einfach. Der gleiche Style sozusagen hier, ja, ganz einfache Charts, einfache Informationen. Ja. Und das ist doch eine tolle Sache. Und sowas würde man sich ganz oft auch bei anderen wünschen, ja, dass man sich das alles so schön einfach hier macht und alles schön einfach und verständlich darstellt. So, das soll es dann für heute gewesen sein. Sage ich Tschüss, Ciao und Servus. Goodbye.